Die acht Elemente der regenerativen Landwirtschaft. Wir haben hier die Gliederung. Bodenzerstörung ist Klimazerstörung, zerstört aber auch die Gesundheit und die Gehirnfunktionen. Und dann zur regenerativen Landwirtschaft, üblicherweise fünf Prinzipien. Ich habe noch zwei wichtige dazugeführt: Anreicherung der Biologie und auch, dass man auf alle Mineralien, Spurenelemente achtet. Und da gibt es halt über 80, die man eigentlich angucken sollte. Und dann gibt es noch eine Überraschung, dass nämlich die Energetik ganz entscheidend wichtig ist. Ja, Bodenzerstörung, wenn wir weiterhin Bodenzerstörung in solchem Maßstab haben auf der Erde, dann geht das nicht gut aus. Dann gibt es einen Wüstenplaneten, kaum jemand kann da leben. Tagsüber brutal heiß, nachts kalt, wie es halt so in Wüsten und Steppen ist. Und Bodenzerstörung macht halt Steppe. Das ist ein massiver Wandel des Wettergeschehens und damit langfristig des Klimas. Im Gegensatz dazu, wenn man die Böden aufbaut, Humus aufbaut, dann gibt es einen funktionierenden Wasserkreislauf und Wasser ist natürlich der wesentliche Faktor auf der Erde, den wir beeinflussen können, der das Wetter beeinflusst, Wolkenbildung, Verdunstung, Kondensation und auch da der Wasserdampf selber. Das ist halt ein entscheidender Faktor und da kann man halt auch über regenerative Landwirtschaft wunderbare Lösungen finden. Lokal, aber auch regional und global. Die Bodenzerstörung ist etwas anders, als man das so glaubt. Subsahara-Afrika wird jetzt einiges besser. Grün heißt langsame Verbesserung oder leichte Verbesserung, weil wenn es schon ganz schlecht ist, fangen die Leute an, was zu tun. Auch im Amazonas, Brasilien ist vieles leicht besser geworden. Australien, einige Stellen besser. Biodynamische Landwirtschaft, Demeter-Landwirtschaft dort. Und USA, und da ist jetzt das Entscheidende, die haben sich gerettet mit regenerativer Landwirtschaft, wo die schon vor 25 Jahren mit angefangen haben. Da kann Europa jetzt sich eine Scheibe abschneiden, weil wenn wir auf Europa gucken, dann sehen wir, Europa ist volle Suppe auf dem Weg in die Selbstzerstörung. Und auch in Asien ist vieles faul. In Indien ist ganz, ganz vieles auf dem Weg Verbesserung jetzt, seitdem diese Daten da sind. Aber Europa muss echt was tun und in vielerlei Hinsicht laufen hier die Dinge völlig falsch. Ja, gepflügter Boden verdichtet. Wird nur kurz lose, fällt dann so richtig zusammen, Pflugsohle und so weiter. Ein Boden, der nicht oder nur flach gepflügt wird, gegrubbert wird, der hat dann viel Biomasse, Wurzelraum und wird dann wie ein Schwamm. Und diese Struktur ist dann so, dass das Wasser hält und Wasser ins Grundwasser bringt, sodass man auch in der Trockenheit Wasser hat. Und wenn man jetzt kaputte Böden hat, die keine Biologie mehr haben, also Humus weg, dann hat man Überflutung, Erosion, Dürre, Hitzeschäden und das ist etwas, was wir ganz, ganz viel sehen. Und ein Boden, der halt regenerativ bewirtschaftet wird, besonders halt nicht pflügen und möglichst auch immer weniger Biozide. Bio macht leider auch den Fehler, oft zu pflügen. Deshalb sind die auch nicht besser, als sie sind. Und man kann mit einem guten Boden über 150 Liter Wasser pro Quadratmeter und pro Stunde aufnehmen. Solche Regen gibt es eigentlich nicht. Und insofern müsste der ganze Regen immer verschwinden, wenn die Böden in Ordnung sind. Das sieht man auch genau bei den Betrieben, die regenerativ arbeiten. Hier ist ein toller Film vom WDR. Nordrhein-Westfalen, Fernsehen. Oben gepflügter Boden, Erosion, Verschlemmung. Und das Wasser fehlt natürlich im Grundwasser, weil es jetzt nicht einsickert, wo es mal viel regnet. Und rechts oben sieht man dann das Bild, die Pflugsohle, dass dann halt da die ja, unterhalb des Pfluges so eine richtige Verdichtung ist. Da kommen kaum Wurzeln durch und auch das Wasser fließt sehr wenig ab.
Und direkt in der Nachbarschaft ein Bauer, der pfluglos sogar mit Direktsaat hier arbeitet, ist zur gleichen Zeit, wo der oben untergeht, der Boden sogar noch befahrbar mit dem Trecker. Ja, das sind Beobachtungen, die jetzt viele machen und da sieht man natürlich, wie viele Vorteile das hat, regenerativ zu wirtschaften. Bodenzerstörung ist aber auch Zerstörung der Gesundheit und der Gehirnfunktionen und das ist schon lange bekannt. Professor William Albrecht, größter Bodenforscher der letzten 100 Jahre wahrscheinlich, er hat gesagt, NPK-Formeln, NPK, Stickstoff, Phosphor, Kalium und besonders schlimm ist hier halt einfach Stickstoff und Phosphor, Stickstoff aber besonders schlimm. Und hier ist halt diese Aussage, die sehr weitreichend ist. NPK-Formeln, also der Handelsdünger, ne? Der Handelsdünger, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden, warum muss man das vorschreiben, bedeutet Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselerkrankungen und einem frühen Tod führt. Und das sehen wir halt in der ganzen Größe. Und das ist bekannt geworden, das war im US-Kongress sogar diskutiert worden. Und es gibt aber so kranke ja, Menschen, die halt einfach überall nur gucken, können sie da irgendwie Geld mit verdienen, auch wenn das andere umbringt. Und die haben halt gesehen, oh, aha, Insektenbefall, ha, da können wir dann Pestizide verkaufen, Herbizide und so weiter. Und ja, die kranke Bevölkerung sind weitere Multimilliardenmärkte. Und das ist leider ziemlich gut aufgegangen, weil wir als Menschen das auch viel zu lange mitgemacht haben, obwohl es seit so langer Zeit schon bekannt ist und auch noch länger. Wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, ich habe auf einer meiner Schweiz-Tourneen an meiner Seminare Leute gehabt, die machen so Animpfen von Pflanzen, Bäumen mit Mykorrhiza-Bodenpilzen. Und die haben mir ein Beispiel erzählt aus Italien, da hatten die einen Auftrag für einen großen Olivenbetrieb, 7000 Oliven. Bäume oder sowas, auf jeden Fall ein ziemlich großer Betrieb. Und die haben dann da Mykorrhiza-Bodenpilze eingebaut. Da muss man wissen, wie das geht, wo man das herkriegt. Das ist eine ziemliche Kunst. Und die hatten halt das Problem des ja, Olivenbaumsterbens. Und dann haben die diese Mykorrhiza-Bodenpilze, also Mykorrhizen sind die Verbündeten der Wurzeln. Aus einem Meter Wurzel kann 1000 Meter Pilzmyzel werden und es ist ein Wunderwerk, was die Mykorrhizen alles machen. Die holen Spurenelemente, die können auch Wasser hochholen, die können den pH-Wert regulieren in gewissen Grenzen, die können Schadstoffe fixieren. Es ist also ein absolutes Wunder. Und wenn die fehlen, geht es halt nicht gut. Und wenn man die dann reinbringt, ja, plötzlich waren die Bäume wieder gesund. Ne? Olivenbaumsterben, Ursache bekannt, keiner tut was. Und da ist halt, oder dieser Betrieb schon, aber jetzt kommt's. Die haben dann die üblichen Messungen gemacht, Polyphenole, Qualitätskriterium des Olivenöls. Und dann hat das erste Labor gesagt, normalerweise hatten die so 250 Milliliter pro Liter. Und das galt als recht gutes Öl. Und dann haben die da halt vom Labor gesagt gekriegt, oh, Gerät ist kaputt, können wir nichts zu sagen. Zweites Labor genauso. Das vierte Labor, das war dann schon in den USA, hat dann tatsächlich gesagt, dass die Werte so um die 2.500 waren, Polyphenole. Und ja, da sieht man das Potenzial. Ne? Wenn Mykorrhiza da ist, plötzlich hat man eine wunderbare Nahrung, die ganz was anderes ist als selbst ein heute gutes Öl, was halt minderwertig ist, wenn man das jetzt so vergleicht. Und dieser Betrieb hat leider dann gesagt, so nicht drüber reden und verkauft das Öl jetzt als Nahrungsergänzung mit völlig überhöhten Preisen. Und ja, dieser Egoismus kann langsam aufhören und insofern erzähle ich es einfach weiter.
Und Mykorrhizen gibt es für ganz, ganz viele Pflanzen, sehr spezifisch. Und wie gesagt, die können Wunder. Ich bin ja Fan von Esskastanien und da ist die beste Mykorrhize halt der Steinpilz. Und bei Haselnuss Trüffel. Hier noch die Geschichte einmal verbal. Wer das sich kurz anhalten will und nochmal lesen will, kopieren, schickt es an Betriebe, die so wirtschaften. Ja, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen was über diese Nährstoffdichte sagen. Wenn man einen gesunden Boden hat mit allen Bodenpilzen, mit den Mykorrhizen und dem ganzen Wunderwerk im Boden, dann hat man eine hohe Nährstoffdichte in Gemüsen, in Getreiden und in allem, was man anbaut. Ich zeige hier auf dem nächsten Bild mal, dass es da eine sehr weite Variation gibt. Also es kann die Nährstoffdichte kann halt ja, 10-mal auseinanderliegen. Und das sieht genau gleich aus. Der Kilopreis liegt nicht so weit auseinander. Aber wenn ich dann so einen stickstoffgedüngten Wasserkram da kriege, dann ist da halt vielleicht nur ein Fünftel oder so der Nährstoffe drinne. Und das ist halt bei sehr, sehr vielen Gemüsen so. BioNutrient Food Association, Dan Kittredge, der kümmert sich darum. Und für die höheren Gehirnfunktionen braucht man DHA, EPA, Fettsäuren. Und die gibt es leider nicht im Gemüse. Das ist halt eher im aquatischen Bereich zu finden, aber auch in Algenölen. Ja, und dann kann das Gehirn sich wieder regenerieren und die Menschen können sich richtig entwickeln. Wenn wir jetzt mal gucken, was für Themen gibt es so, und da kann man sagen, dass für den Reisanbau hat mein Institut an der TU Hamburg ein tolles System entwickelt, Intercropping, Trockenreisanbau mit Buschbohnen kombiniert. Ein absoluter Renner eigentlich, außer dass halt irgendwo die Möglichkeit, 15% oder mehr des globalen Wasserbedarfs einzusparen, es scheint niemanden so richtig zu interessieren. Und das habe ich bei anderen Themen auch schon gemerkt über die letzten vielen Jahre. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, Moment mal, die meisten Menschen profitieren von den Problemen. Entweder kriegen sie Fördergelder, NGOs, oder die Politik kann halt einen auf Problemlöser machen, aber die nie lösen, weil dann haben sie ja keine Probleme mehr und so weiter. Ne? Also die Problemprofiteure sind Teil des Problems. Ne? Und wir als Menschen, besonders die Bauern, müssen die Probleme selber lösen. Und deshalb habe ich mich da sehr mit beschäftigt, wie man es machen kann. So, dann beim Anbau von oder bei der Produktion von Protein, tierische Nahrung, gibt es halt auch ein tolles System, was bei uns am Institut entwickelt wurde von inzwischen Dr. Stefan Hügel, Mineralienwende, und der hat das Forschungsprojekt gemacht, Aquakultur. Und diese Schwimmpflanzen sind das schnellstwachsendste, was es gibt, auf der Erdoberfläche, dann halt aber auf den Wasserflächen. Und die Kombination Wasserlinse, Graskarpfen ist genial. Man kann da aber auch Hühner mit füttern und Enten. Und dann kriegen die Fische oder die Eier einen recht guten Gehalt an DHA, EPA-Fettsäuren und können das Gehirn ja, entwickeln lassen, und es kann vermeiden, dass Menschen Alzheimer kriegen und in die Vergesslichkeit kommen. Und zu den Algenölen, was jetzt die Alternative wäre, hat Dr. Michael Nehls ein tolles Buch geschrieben. Unbedingt mal angucken, was der Mann macht. Absolut genialer Forscher, der auch wirklich mutig vorangeht. Bewundere ich sehr, einer meiner Helden. Ja. Die regenerative Landwirtschaft. Wie gesagt, die meisten sprechen von fünf Prinzipien. Ich habe da sieben Elemente daraus gemacht. Das will ich gerade begründen. Und wir brauchen halt diese guten Böden. Deshalb ist natürlich ein wesentlicher Teil, dass man halt aufhört zu pflügen, weil man sonst immer genau diese Pilzmyzele, die Biologie zerstört. Wenn man jetzt aber erstmal loslegt mit einem ja, nicht so tollen Boden, der halt schon lange malträtiert wurde, nicht mehr viel Humus hat,
dann muss man halt erstmal anreichern. Und wie man jetzt sehen kann, ob der Boden gesund ist oder nicht, dann nimmt man einen Boden und packt den in so einen Messzylinder. Also hier, ich mache mal eine andere Farbe, dieser Messzylinder, da ist oben ein kleines Stück Boden reingelegt gewesen, was sich dann aber aufgelöst hat. Und hier in dem anderen Zylinder ist eine Bodenprobe von regenerativ bewirtschaftetem Boden. Und das sind hier Vorträge von dem Pionier. Das ist eigentlich der Hauptpionier für regenerative Landwirtschaft, Ray Archuleta. Landwirtschaftsberater der Behörde damals. Der hat gesagt, 20 Jahre habe ich den Leuten Mist erzählt und die eigentlich in Ruin getrieben. Und hat dann angefangen, regenerativ zu lehren. Und Gabe Brown war einer, der dann mitgemacht hat und das dann sehr, sehr bekannt gemacht hat mit Ray Archuleta zusammen. Und er hat halt hier so Versuche, um mal zu zeigen, wie dramatisch das ist. Da gibt es Videos, ich habe hier den Link drin. Und wenn man jetzt hier so einen gepflügten Boden hier oben reinlegt in so ein kleines Netz, und hier den regenerativen Boden, den nicht gepflügten Boden, und dann das mit Wasser auffüllt, also da Wasser drüber geht, dann fällt der Boden direkt zusammen, der gepflügt ist, weil der hat keine Struktur. Die Bodenpilze halten aber den regenerativen Boden zusammen, sodass mit der gleichen Menge Wasser hier ja, einfach der Boden zusammenbleibt und deshalb der Boden ist wie ein Schwamm und hat auch die ganze Biologie dann. Dann Gabe Brown, der ist eigentlich dafür zu bewundern, dass er das Ganze durchgezogen hat auf dem 2000 Hektar Betrieb in North Dakota. Schlimmstes Klima der Welt für Landwirtschaft. Brutal kalt, sehr oft, ganz wenig Regen und er hat diesen Riesenbetrieb gerettet, dadurch, dass er auf regenerativ umgestellt hat. Und hier ist das Beispiel von einem Hof, der mit einem guten Waldboden anfing und dann nach 17 Jahren mit Pflug und Bioziden, Sojamonokultur, ja, über 60% Humusverlust hatte. In nur 17 Jahren, was ist ja nichts für Bauernhöfe, ne? Da denkt man in Generationen und der Boden ist jetzt so kaputt, dass da 1,6% Humus sind. Dann könnte man ja sagen, oh, das ist ja ganz schrecklich. Ha, da sind wir in Deutschland aber oft noch schlechter. Also Europa macht sich kaputt und langsam sollten wir umdrehen, da wir auf die Politik nicht warten können. Ja, einfach machen und der Betrieb kann gerettet werden. Wer nicht umstellt, wird wahrscheinlich mit seinem Betrieb baden gehen. Und insofern ist das halt ein dringender Aufruf und man kann es Schritt für Schritt machen. Es gibt genug Beispiele, wie man es macht und man braucht da jetzt kein hohes Risiko einzugehen. Ich schmeiße natürlich nicht gleich alles um, sondern nach und nach. Ja, dann mit den Tieren kann man in Portionsbeweidung gehen und das ist halt, dass man Tagesportionen macht, wo halt die Tiere dann in einer größeren Dichte halt so eine Tagesportion haben und dann ist da halt eine Intensivbegrasung, Intensivdüngung und dann am nächsten Tag gehen die Tiere weiter und der Boden kann dann richtig gut aufgehen, weil der halt frisch gedüngt ist und nicht ganz abgefressen und dann hat man einen deutlich besseren Ertrag. Das Gras wird besser, nährstoffdichter und die Tiere sind gesünder. Und das ist hier, Gabe Brown macht das auch. Und das ist halt eines der sieben Elemente der regenerativen Landwirtschaft. Und man kann die Gründüngung beweiden und damit doppelt nutzen, ne, und kriegt da hervorragenden Dünger, wenn man Kühe oder Rinder hat. Ja, da haben wir jetzt bisher die fünf Prinzipien, die üblicherweise gelehrt werden. Aber da fehlt was. Und jetzt ist halt zu sehen, dass die Böden, wenn sie kaputt sind, die Biologie erstmal nicht haben. Wenn ich jetzt einfach nur nicht mehr pflüge, dann kann das ziemlich lange dauern, bis sich das aufbaut. Die sieben Elemente sind also
zusätzlich jetzt zu den anderen fünf Bodenbiologie anreichern. Und dann besonders in den ersten Jahren die fehlenden chemischen Elemente inklusive vieler Spurenelemente messen, beobachten und passend ergänzen. Über Blattsprays wird man das in der Regel machen. Und dann Elemente 3 bis 5 sind die üblichen fünf Prinzipien. Bei der Biologie brauchen wir unbedingt diese Mykorrhiza-Bodenpilze. Beim Olivenöl-Beispiel habe ich erzählt, wie wahnsinnig weitreichend das ist. Und wir wollen ja auch beim Getreide eine hohe Nährstoffdichte haben und beim Futter und so weiter. Ja, da hat halt Dr. David Johnson fantastische Arbeit gemacht. Der hat halt geguckt, was macht das Wachstum der Pflanzen aus. Hier ist halt der Ertrag, ne? Wie viel Ertrag ist bei verschiedenen Bedingungen. Und er hat geguckt, wie viel Einfluss hat der Stickstoff. Und hier der lösliche Stickstoff, Nitratstickstoff, was man halt oft düngt. Beim Ammonium sieht es ähnlich aus. Und hier die höchsten Erträge hat man da, wo Nitrat 0 ist. Ho, ja. Und beim Phosphor hat man auch bei sehr hohen Phosphorgaben halt miserable Erträge. Und beim Kalium sieht es ähnlich aus. Ne? Das ist hier auch ganz deutlich. Ja, komischerweise auch die organische Masse hat nicht so einen direkten Zusammenhang. Und das, was es letztlich ist, was das Rätsel löst, das Verhältnis Bodenpilze zu Bodenbakterien. Und hier hat man einen Zusammenhang, eine sehr, sehr hohe Korrelation, was es in der Landwirtschaft ganz, ganz selten gibt, weil das streut alles sehr. Bei unseren Versuchen im Institut ist man oft am Verzweifeln, weil man da halt so viele Einflussfaktoren hat. Und jetzt der höchste Ertrag ist 1:1 da, wo das Verhältnis Pilz zu Bakterien am höchsten ist. Wow, und das ist jetzt eine Aussage, die halt einfach unglaublich weitreichend ist. Und wenn man übliche Böden anguckt, also übliche Getreideflächen, dann kann man sagen, dass wir typischerweise ja, sowas wie 0,1 haben oder so nach weniger. Das ist nach Dr. Elaine Ingham, Soil Food Web, ideal für Unkraut. Oha, komisch. Hat man sich da vielleicht ein Problem selber geschaffen? Und ideal für Getreide ist 1:1. Und da kann man halt hinkommen, wenn man das anreichert. Und genau das ist jetzt mein Punkt 1 von den 7 Elementen. So, und da kann man halt so Komposte machen. Johnson zu Kompost wird viel gemacht. In Deutschland Interessengemeinschaft gesunder Boden ist noch deutlich weiter. Die reichern auch Mykorrhiza an, Stefan Lehmann. Und dann hat man halt da gute Chance, die Kultur gut anzureichern. Man braucht nicht mehr so viel, sondern nur noch ein Kilo pro Hektar in 100 Liter Wasser und kann das dann als Inokulation nehmen. Ne? Die Biologie mit reinbringen, am besten beim Drillen oder halt als Saatgut, Beize auch. Jetzt hat Johnson gemessen, dieser Kompost da, den er nicht wendet, weil wenn man wendet, macht man die ganzen Bodenpilze kaputt. Der hat aber in diesem Kompost so Luftrohre drin, dass der Sauerstoff hat, aber nicht gewendet werden muss. Spart jede Menge Arbeit und Diesel auch noch. Und nach 4 Wochen hatte er halt hier diese Spezieszahl. Nach 22 Wochen diese, also ist viel mehr geworden. Und da wird der üblicherweise ausgebracht. Und jetzt ist aber der ganz, ganz große Aha-Effekt, wenn man den ungefähr ein Jahr stehen lässt, nicht wendet, genug Sauerstoff drinne, kriegt man noch viel mehr. Und da hat er halt als Molekularbiologe genauer geguckt, diese ganzen Organismen, die hier jetzt noch so dazugekommen sind, was können die denn? Und die können Wunder. Allein von dem Wenigen, was wir verstehen. Wir verstehen von dem Allen fast nichts. Und deshalb können wir nur gucken, dass wir mit der Natur so wirken, dass es der Natur gut geht und dass die dann diese Wunder vollbringt. Und das macht sie gerne, wenn man nicht immer wieder dazwischen funkt mit dem Pflug oder mit Bioziden, die halt dieses Wunderwerk abtöten. Und dazu Element 2 von 7. Die regenerative Agrochemie. Ausstieg aus der industriellen Stickstoffsynthese, weil der Boden kann das besser.
Dafür muss aber Molybdän da sein. Also das wäre jetzt schon mal ein Element der regenerativen Agrochemie zu gucken, ist in diesem Feld Molybdän drin, damit diese Stickstoffsynthese im Boden überhaupt funktionieren kann. Dann differenzierte und individuelle Mineralienmischungen für die Landwirtschaft. Und das sind hochqualifizierte Beratungsleistungen. Anstatt jetzt wie die aktuelle agrochemische Industrie, die ja gerade abwandert nach China wegen unserer genialen Politik, da ist es jetzt nötig, dass wir was Schlaueres aufbauen. Und insofern könnte das auch sein Gutes haben, wenn man hier jetzt einsteigt in eine differenzierte Beratung und für die ganze Palette der Mineralien. Wasserlöslicher Stickstoff und Phosphor ist kontraproduktiv, eigentlich fast immer. Und dann aber die genaue Messung und dann Beratung, wie kann man es machen. Und was auch dazu gehören könnte, das wäre halt ausschließlich wassergerechte Pestizide und Herbizide. Ich bin aus der Wasserwirtschaft. Ich finde das absolut schrecklich, was halt alles im Grundwasser landet an Herbiziden, Pestiziden, auch Nitrat und so weiter. Und man kann halt Herbizid zum Beispiel auch sehr leicht aus harmlosen oder sagen wir mal Dingen, die harmlos zerfallen, herstellen, Phosphorsäure und Zucker. Und der Zucker nährt dann das Bodenleben und die Phosphorsäure gibt halt Phosphor dazu. Geht aber dann in eine gute Biologie rein, wenn wir eine gute Biologie haben. Einen toten Boden, da ist das alles sehr viel schädlicher und ein paar Mineralien zugeben bei einem guten Boden, der nimmt das schnell auf und macht das biologisch. Dann die sieben Elemente. Verbesserung der Bodenbiologie, wie ich vorhin erklärt habe, Johnson Tsu und so weiter. Dazu Ergänzung fehlender Makro- und Mikronährstoffe im Boden. Diese beiden Punkte sind hauptsächlich in den ersten Jahren nötig, Bodenbiologie verbessern. Wenn man das Bodenleben dann erhält, braucht man das eigentlich nicht mehr machen. Und die ja, Mikronährstoffe, da muss man immer noch mal gucken. Aber je mehr Mykorrhiza-Bodenpilze man hat, desto mehr holen die das auch aus der Tiefe. Die können das aufschließen aus eigentlich allen Böden. In allen Böden ist alles drinne, in feinsten Spuren und nur die Pilze, Mykorrhiza-Bodenpilze können das da rausholen, Flechten und so können das aus, aber die sind halt nicht im Boden selber drinne. Ja, und dann die anderen fünf Punkte, minimale Störung des Bodens, nicht pflügen oder maximal 15 cm, wenn es schon sein muss. Also flacher pflügen wäre schon mal der erste Einstieg. Da macht man nicht viel falsch mit und muss natürlich probieren. Möglichst nur grubbern oder hacken. Dann bleiben die Pilzmyzele erhalten. Also wenn ich die halt animpfe und dann halt aus dem Pflügen aussteige, dann kriege ich halt da einfach diese Anreicherung. Vierter Punkt, Bodenschutz durch Bedeckung und tiefe Durchwurzelung auch im Winter. Punkt 5, artenreiche Gründüngung, Tiefwurzler, Flachwurzler, und so weiter. Niemals Senf. Senf macht da die Bodenbiologie kaputt und hohe Produktivität erhalten. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Betrieb, der viel produziert, produziert auch viel Wurzelmasse. Und wenn man losen Boden hat, gehen diese Wurzeln tief runter und bauen da ganz viel Humus auf. Ja, dann Tierhaltung passend zur Ackerfläche. Wir sollten diese ja, schreckliche industrielle Tierhaltung, für die es aus meiner Sicht keine Begründung gibt, es ist einfach nur Tierquälerei und sinnlos. Die Tiere können als Herdentiere auch ein ordentliches Leben haben. Und wenn wir die in Portionsbeweidung haben, dann können sie auch sehr produktiv sein. Und man kann auch da dann es verantworten, die Tierprodukte zu nutzen, wenn es das Tier, wenn es dem Tier gut ging. Aber das Tier zu quälen und dann auch noch zu schlachten mit dem ganzen Elend, geht halt gar nicht und deshalb Tiere in die Flächen und dann ist halt kein Güllesee, sondern dann ist das ein segensreicher Dünger, besonders bei Kühen. Ja, dann Agroforst einbeziehen und das machen inzwischen immer mehr, meistens als
ja, einfach Holzhackschnitzel herstellen, also Bioenergie. Holz ist die einzige sinnvolle Bioenergie neben den Abfällen. Der Biogaswahnsinn muss aufhören. Es ist absolut absurde Subventionspolitik, die unglaublich schädlich ist und keine Energie produziert. Deutschland wurde Netto-Nahrungsimporteur durch diesen Irrsinn und wir importieren Nahrung von Ländern, wo die Menschen hungern. Ne? Tolle Politik, ne? Ja. Und dann plädiere ich für Agroforst, wo halt dann auch essbare Bäume wachsen, Esskastanie, Walnuss, Haselnuss und so weiter. Und dann kann man da sehr hohe Produktivität haben, sehr viel Einkommen auch generieren. Und diese tiefen Wurzeln, die können dann auch die Nährstoffe wieder hochholen, Boden anreichern. Und Nord-Süd sind diese Reihen. Und dann gibt es auch überall mal Sonne. Und im heißen Sommer ist das sogar segensreich. Dann produziert man sogar auf den Flächen mehr als ohne und zusätzlich noch das Holz. Frankreich ist da ziemlich vorangegangen. So, das sind die sieben Elemente. Und der wichtigste Faktor fehlt noch. Es braucht ein hohes Level an Vitalenergie im Feld und auch im Stall. Ja, ich bin selber seit ja, inzwischen, ich glaube, mindestens 25 Jahren also Geomant, in der Geomantie tätig. Nicht beruflich, aber ich mache sehr viel nebenberuflich und nicht mal nebenberuflich als Hobby mehr oder weniger. Und ich habe halt jetzt inzwischen viel Erfahrung und habe halt gemerkt, dass halt fast überall Energie fehlt. In den Städten, in der Natur, auf den Feldern, in den Wohnungen. Und so kann sich der Mensch nicht gut entwickeln und so kann sich auch die Pflanze nicht gut entwickeln. So, was können wir jetzt machen? Und jetzt wird es richtig spannend. Und inzwischen, ich weiß, dass inzwischen sehr, sehr viele Menschen da Interesse dran haben. Ich weiß nicht, ob ich das trotzdem jetzt gebracht hätte. Ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich das nicht gemacht, weil das wäre sinnlos gewesen. Aber inzwischen wächst das Interesse, gerade auch bei den Bauern. Also Geomantie in der Landwirtschaft, also nach den Energieflüssen zu gucken und die in Ordnung zu bringen, Felder entstören, ist gerade ein Thema bei immer mehr Bauern. Ja, die Energie. Auf der Erde, da gibt es diese großen Energienetze um die Erde und das ist halt irgendwie so das große System. Und aus diesem großen System heraus, ich zeige das mir so ein bisschen, da verzweigen sich natürlich jetzt viele kleine, ne? Da gibt es halt viele kleine Energiesysteme und das ist halt, ja, ist einfach nur mal ein bisschen beispielhaft. Also das ist ein Netz. Ich zeige gleich noch, wie unglaublich komplex das auch ist im Detail. Und diese Energie versorgt uns mit Leben. Das ist ein Plasma und dieses Plasma, ja, es ist etwas, was man messen kann. Und wo man halt auch inzwischen sehr viel Erfahrung hat. Das ist auch wissenschaftlich inzwischen beschrieben von Dane Winter und auch von Rainer Gabensleben. Und ich zeige jetzt einfach mal, wie es normalerweise ist. Also hier Vitalenergie, Plasma hat eine niedrige Spannung. Also hier wäre jetzt die Batterie und hier kommen jetzt so die Kraftlinien. Ja, es ist von der Sonne. Diese Magnetenergie, das ganze Wechselgeschehen Sonne und Erdmagnetfeld. Und jetzt ist aber oft so, dass da irgendwie ja, andere auch von absaugen. Also da gibt es so Wesenheiten, die saugen da. Und es gibt aber auch so Baustellen oder die halt, wo man nicht geomantisch arbeitet und zum Beispiel Eisenbahngleise, aber auch Straßenbau wirkt da sehr schädigend und diese Kraftlinien werden immer kraftloser und dann sterben letztlich die Pflanzen und die Menschen werden übellaunig und depressiv. Mit geomantischen Methoden kann man entstören und jetzt hätte man halt hier, das
abgekappt. Ist relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und auch hier kann man entstören, ist dann bei Eisenbahnlinien schon ein bisschen schwieriger, weil das Metall ist nicht gut. Und plötzlich gibt es halt hier auch viel Energie für die Felder, für die Bäume und für die Menschen, die dann sich gut entwickeln können. Besonders bei Kindern ist es wichtig, dass sie sich in einem hohen Energiefeld aufhalten und entwickeln. Ja, die empirische Wissenschaft vieler Kulturen der Welt, Geomantie oder auch Geobiologie genannt. Und ich fange mit einer Sache an, die wir auch im Sprachgebrauch haben. Ich glaube, alle kennen diesen Spruch, da wächst kein Gras mehr. Und das ist eine Beobachtung, dass da, wo Schlachten waren, wo Menschen sich umgebracht haben, was ja leider immer weitergeht, auch wegen niedriger Energie, wenn die Energie niedrig ist, werden die Leute unglücklich, aggressiv und es gibt Nahrungsknappheit, schlechte Nahrung, Menschen werden krank und gehen aufeinander los. Und das wäre alles nicht nötig, weil der Planet eigentlich so unglaublich freigebig ist. Und da wollen wir jetzt wieder hin und da ist vieles in dieser Richtung unterwegs. Aber dieser Punkt, die Energieflüsse, ist eigentlich der erste Punkt, den man anguckt und könnte auch der wichtigste sein sogar. Ja, da wächst kein Gras mehr. Das heißt, dass halt bei den Schlachten meistens junge Männer traumatisch sterben. Die sind nicht vorbereitet und hängen fest. Das ist halt, was man in der Anthroposophie erdgebunden nennt. Also die kommen einfach nicht weg und hängen fest auf diesem Feld. Und das kann Jahrzehnte dauern, das kann Jahrhunderte dauern. Es gibt auch Fälle, wo das Jahrtausende ist, wo vor Schlachten, die von vor ein paar tausend Jahren waren, immer noch welche festhängen. Und da leider in vielen Teilen der Welt und auch in Europa, ja, einfach die Kriege, ziemlich häufig waren, da ist halt einfach ganz viel los auf den Äckern und als Geomant kann ich halt das wahrnehmen und dann kann man halt diese, ja, die Geistwesen der Verstorbenen ansprechen und ihnen halt anbieten, sie zu erlösen. Und das ist eine große Sehnsucht bei denen, die wollen weiter. Insofern ist das jetzt nicht so eine riesig schwierige Sache. Und es ist aber so, dass halt wirklich die ja, Felder, wo so viele Geister verstorbener sind, da wächst es einfach nicht gut oder auch gar nicht. Und traditionell wurde dieses ja, als Freibeten auch in Europa gemacht, hat mir letztes Jahr auf einer Schweiz-Tournee eine Teilnehmerin erzählt, eine ältere Frau, die hat gesagt, dass ihre ja, älteren Verwandten da auch das so ähnlich gemacht haben, wie ich das da vorgeführt habe in einem Kurs. Ja, Einflüsse der Erdmagnetlinien kann man feststellen, ob diese Linien gut laufen. Dann Einflüsse von Krieg und Leid auch auf diese Erdmagnetfelder. Wenn die Linien traumatisiert sind, können sie halt von parasitären Kräften angegrabbelt werden, wie ich es vorhin da mal skizziert hatte. Und eine hochwirksame Geobiologie-Technik aus Indien ist das Agnihotra-Feuer. Und das ist auch für Felder und Gärten sehr wirksam. Das kann man tatsächlich auch nachweisen. Wir haben Versuche gemacht in diesem Jahr im afrikanischen Land. Und es ist einmal die Agnihotra-Asche, aber dann auch die Energie, die sich erhöht. In Europa wurde entwickelt schon vor, ich glaube, 1700 noch was, die Erdmagnetokultur, die jetzt wiederbelebt wird. Und da gibt es ganz viele Kurse dazu, auch Elektrokultur genannt. Und damit kann man halt auch Energie ins System bringen. Einfach mal ausprobieren. Und wenn jetzt vielleicht jemand von Ihnen sagt, ja, das ist doch alles Spinnerei, sorry, woher wisst ihr das? Also Skeptiker sollten einfach mal skeptisch sein gegenüber ihrer eigenen Skepsis,
wenn alle Kulturen der Welt mit diesen Dingen zu tun haben und da auch ein reiches Vokabular haben und denen das sehr, sehr wichtig ist, diese Ebenen da zu begreifen und alte Kulturen auch in Europa riesige Steinsetzungen gemacht haben, um diese Energielinien zu fokussieren, zu stärken. Gräber ist Blödsinn. Also das ist, da mag auch mal jemand begraben sein, aber so bekloppt waren die nicht, dass die da irgendwie tonnenschwere Steine durch die Gegend schleppen, nur um irgendjemand da zu verbuddeln. Das sind natürlich, die liegen auch immer auf diesen Energielinien und da ist auch immer so ein Punkt, wo man halt mal hingeht, um da Störungen zu befreien. So, jetzt will ich das gar nicht so sehr ins Detail bringen. Ich mache inzwischen halt so Einführungskurse, Geomantie, dass man sich das vorstellen kann. Inzwischen eine hohe Nachfrage und auch Leute, die so aus dem Business sind und so, die können inzwischen sehr schnell auch wahrnehmen lernen und sind oft sehr berührt, dass sie jetzt halt einfach da doch eine andere Welt vor sich sehen als diese Illusion der materialistischen Dogmen, die nicht wissenschaftlich sind. Ja, wer macht Geomantie in der Landwirtschaft? Einer, der mich sehr beeindruckt mit seiner Arbeit, ist Dr. Uwe Mielke. Und der macht hochqualifizierte Agrarberatung und er ergänzt das mit Geomantie. Und nach seinen Erfahrungen ist die energetische Entstörung entscheidend für gute Enträge und gesunde Pflanzen. Und er hat hier mal einen Versuch gemacht. Er arbeitet also auch wissenschaftlich. Er ist ja Wissenschaftler, auch Agrarwissenschaftler. Und er hat hier halt ein Rapsfeld, wo er einen Teil entstört hat und entstört und energetisiert hat. Und hier ist halt zu sehen, dass nur damit schon deutlich besseres Wachstum ist. Er hat das auch quantifiziert und die Nährstoffdichte ist viel höher, also der Raps rechts ist auch besser. Und damit hat er halt hier einen Riesenerfolg. Seine Internetadresse ist hier unten. Es machen auch jetzt inzwischen noch ein paar mehr Geomanten das, aber er ist natürlich einzigartig, weil er auch noch Agrarwissenschaftler ist. Ja, da gibt es hier noch ein paar Betriebe. Also es gibt die neue geomantie.de, geomantische Landwirtschaft, und da gibt es ein paar Betriebe, die das auch machen. Mühlenhof, ein Winzerbetrieb, wo der Winzer halt auch geomantisch arbeitet mit guten Erfolgen. Geomantie im Obstbau im Alten Land bei Hamburg und dann auch auf einem anderen Hof. Und diese Projekte sind hier von auch Dr. Werner Hartung und Anne Stallkamp, die diese neue Geomantie aufgebaut haben. Und ich zeige gleich auch noch ihr tolles Buch. Ja, zunächst aber mal. Geomantie kann wissenschaftlich gelernt und angewendet werden. Durch die Pionierarbeit des Elektroingenieurs Rainer Gevensleben wurden die empirischen Ergebnisse wissenschaftlich zugänglich. Es ist in der Wissenschaft normal, dass man empirisch viele Versuche macht und statistisch zu Ergebnissen kommt. Ne? Und wenn man indirekt misst über die Wahrnehmung der Menschen, und dann statistisch auswertet, ist das saubere Wissenschaft, wenn man das ordentlich macht und mit vielen Probanden. Aber man vergleicht natürlich Menschen, die das gelernt haben. Und es werden halt oft Versuche gemacht mit einer Zufallsauswahl an Menschen. Und das ist natürlich ein Quatsch. Wir brauchen erfahrene Menschen mit solidem Training. Und man kann ja auch keine Studie zu Lesefähigkeit unter Analphabeten machen. Ja, und dann der andere große Pionier ist Dan Winter und auch Elektroingenieur und aus meiner Sicht einer der größten Universalgelehrten unserer Zeit. Ich habe ihn letztes Jahr persönlich kennenlernen dürfen, großartiger Mensch. Und er hat halt dieses Buch Planckfeier jetzt geschrieben. Also es ist Plancklänge mal Phi. Also Phi ist das der goldene Schnitt, 1,62 ungefähr. Aber halt endlos und Fraktalität und es gibt halt eine
solide Wissenschaft dahinter und man kann auch ausrechnen, wo Energie richtig harmonisch ist. Ne, da gibt es einen Rotbereich im Licht und einen Violettbereich, wo die Energie maximal ist. Die Disharmonie ist bei Grün maximal. Ne? Also Grün ist komplett disharmonisch und abbauend, weil das schmeißen die Pflanzen weg, weil die nehmen das Rot und Violett und bauen dadurch was auf. Und und Dan Winter nennt das diese Energielinien Plasmafluss, Plasmalinien. Und jetzt nochmal zurück auf die neue Geomantie hier. Das Buch von Werner Hartung und Anne Stallkamp. Neue Geomantie ist auch der Titel. Heilung des Menschen und der Erde. Und das kann man ganz, ganz klar unterschreiben. Ich habe inzwischen so viel Erfahrung, dass ich das genauso sehe. Wenn wir das nicht hinkriegen, wird alles nichts. Und es wird immer wieder Krieg geben und so weiter, weil wo wenig Energie ist, machen die Menschen Krieg. Wo die Energie hoch ist, ist Frieden. Und das ist messbar. Professor Phil Callahan hat das vor Jahrzehnten schon rausgefunden. Und wo die Energie gestört ist durch Krieg und so, bleibt das Wasser weg, es trocknet aus. Und dieses Erfahrungswissen einfach abzutun, ist eine unglaubliche Überheblichkeit, die ich zum Kotzen finde. Ich bin selber Wissenschaftler und da schäme ich mich für die Kollegen, die so allwissend behaupten, nee, das kann nicht sein. Also wenn ein Wissenschaftler sagt, das kann nicht sein, ist er kein Wissenschaftler, weil das ist eine völlig unwissenschaftliche Aussage. Sorry, das ärgert mich ein bisschen, weil diese Ignoranz ist halt sehr, sehr schädlich. Die macht unglaublich viel kaputt. Ja, und die haben halt hier in diesem Buch das auch sehr wissenschaftlich angegangen. Und hier sind diese Grundnetzstrukturen, das sind so die feineren Strukturen, die sind gar nicht so weit auseinander hier. Ich glaube 3,40 Meter oder sowas hier beim Hartmann-Gitter. Das ist das, was die Routengänger auch so machen, ne? Und dann gibt es halt diese Blitzlinien und die sind diagonal. Und dieses Blitzgitter, da schlagen halt häufig Blitze ein an diesen Kreuzungspunkten. Und dafür hat man dann den Namen Blitzgitter genannt. Eine geniale Sache, die die beiden hier gemacht haben, was in diesem Buch drin ist, was ich sehr, sehr empfehlen kann, sehr wissenschaftlich aufgebaut und es räumt auch mit vielen Vorurteilen aus. In der Geomantie wird auch viel Spökus gemacht, weil die Leute es nicht richtig kapieren oder einfach nur Vorurteile weitergeben. Und die feineren Strukturen, wenn man jetzt ganz genau anguckt, was jetzt zwischen den hier diesen Gitternetzen ist, dann wird das unglaublich vielgestaltig. Und als ich das gesehen habe, war ich völlig begeistert, weil diese Gitternetzlinien, die haben mich nie so richtig angesprochen, weil das ist so irgendwie so gerade und so und das passt irgendwie nicht zur Natur, aber es ist halt gar nicht so gerade, sondern es gibt wunderbare Strukturen da drin. Gut, also 12 verschiedene Meridiane. Ja, Entstörung durch Geomantie, also auch Entstörung der Äcker und der Weiden und der Ställe der Tiere. Und Basis ist ein wissenschaftliches Strukturverständnis. Die Grundstruktur, wie auch in Indien selbstverständlich, es gibt das Physikalische, dann der ätherische Bereich, der Emotionalbereich, der Mentalbereich und den kosmisch-mentalen Bereich. Und physisch ist ganz klar, das sind halt die üblichen physikalischen Dinge, aber Dan Winters Verständnis, da kommt halt schon dann das Plasma mit rein, was eigentlich auch noch zur Physik gehört. Ist aber dann auch wieder Vitalenergie und das ist dieser ätherische Bereich, emotional. Da gibt es Elementarwesen, Wasser, Erde, Luft, Feuer und die neuen Elementarwesen. Die sind oft traumatisiert, auch von Krieg und Streit und so weiter und das muss auch geheilt werden. Dann fühlt man sich auch besser in einer Wohnung oder in einer Gegend. Da, wo man sich so, wo es einen so schaudert, da sind oft diese Wesenheiten traumatisiert. Oder aber auf Mentalebene die Geistwesen der erdverbundenen Verstorbenen. Da gibt es viele, viele Millionen allein in Deutschland. Deutschland ist da ganz, ganz, ganz stark belastet, was auch Leute aus anderen Kontinenten hier
mal geomantisch oder schamanisch arbeiten, berichten. Es gibt schon welche, die sind hier wieder abgereist, weil sie das nicht ausgehalten haben. Also da haben wir echt zu tun und deshalb lade ich auch alle ein, sich damit zu beschäftigen und mitzuhelfen, diese Geistwesen zu befreien. Das ist für die schrecklich, dass sie nicht wegkommen und die machen uns Ärger. Ja, und dann gibt es auch ganz, ganz viele parasitäre Wesenheiten. Auch die wollen befreit werden. Auch das ist eine gute Nachricht. Und diese parasitären Wesenheiten bringen aber leider viele Menschen dazu, Dinge zu tun, die uns Menschen nicht gut tun. Und das ist dann da, wo die Energie weggenommen wird, gesaugt wird. Und diese Wesen haben halt keine eigene ja, Kraftverbindung zur höchsten Quelle, sondern die müssen halt parasitär da was abziehen von Menschen, von Energielinien und so weiter. Und dann gibt es den kosmisch-mentalen Bereich, das sind dann Engelwesen der Landschaft, auch die Erzengel, das sind so die großen Energiesysteme der Erde als Wesenheit, die die verschiedenen Qualitäten haben, wie Mut und Großzügigkeit und so weiter. Also diese Qualitäten sind im Geomantischen auch spürbar und das sind halt diese 12 Systeme in den Linien, ne? Hartmann, Gitter und so weiter, da gibt es noch viel mehr. Gut, also hier haben wir ein wissenschaftliches Struktursystem, was wunderbar funktioniert und es gibt erprobte Methoden. Was jetzt genial ist, wenn man das dazu packt und das habe ich gemacht, auch andere natürlich, direkte Wahrnehmung natürlich, das übt man ein, aber dann auch Testsysteme. Was kann man jetzt testen? Ja, da gibt es natürlich die Routengänger seit ewig langer Zeit und da gibt es halt individuelle Wahrnehmung, die natürlich subjektiv ist. Gefühle, innere Bilder, Gerüche, Körpersignale, Kribbeln, Wärme in den Händen. Und das kann man direkt wahrnehmen oder halt verstärkt mit so einer Route oder halt formalisiert Remote Viewing. Das ist so die wissenschaftliche Art dieser Wahrnehmung. Wenn man die Wahrnehmung einübt, wird sie sehr präzise. Und Menschen mit Training und Erfahrung haben erstaunlich feine Wahrnehmungen. Ideal ist das aber dann auch in einer Gruppe zu arbeiten und zur Objektivierung dann sich auszutauschen, wer hat was wahrgenommen. Ja, dann gibt es halt ja, man kann Metallruten aus Kupfer oder Messing nehmen oder die Tensoren oder halt ein Pendel. Und das sind, wenn man eingeübt ist, Präzisionsmessgeräte. Die kann man nicht für alles nehmen, natürlich, aber es ist halt einfach unglaublich hilfreich. Und die direkte Wahrnehmung können aber auch die allermeisten Menschen relativ schnell lernen. So, wie beginnt man? Wahrnehmen, was los ist. Also hier hätten wir zum Beispiel einen sehr gestörten Acker, wo man halt einfach mal gucken müsste. Und die erste Frage, oh, ich habe vergessen, das zu übersetzen. Ich habe den Vortrag als erstes in Englisch gemacht für Dan Winter mit ihm. Und ja, die erste Frage, können wir das hier machen? Und sonst müssen wir halt das vielleicht lassen oder was anderes. Ja, die zweite Frage, die ich anwende, ist, was von den vielen Dingen, es gibt unglaublich viele energetische Phänomene, was ist das Allerwichtigste, was wir jetzt machen können, was die höchste Priorität hat, weil wir wollen ja nicht mit Kleinkram da unsere Zeit vergeuden, sondern die dicksten Brocken erstmal abräumen, damit es erstmal schon mal gut weitergeht. Das andere ist dann viel leichter. Ja, und dann immer, wenn man gearbeitet hat, immer noch mal nachfragen, müssen wir noch was anderes wissen oder ja, gibt es noch was, was wir hier vergessen haben. So, und jetzt wissen wir halt hier können wir tatsächlich messen, gucken und dann gibt es Entstörungsmethoden, Harmonisierungsmethoden. Da finde ich halt die neue Geomantie gut, wo ich das Buch gezeigt habe. Und die haben Methoden entwickelt, die wirklich dann auch so schwer gestörte Situationen, Windenergieanlagen sind geomantisch katastrophal. Man baut einfach hier Zeug überall in die Landschaft, auch in Gegenden, wo das fast nichts bringt. Ne? Die meisten Anlagen stehen auf völlig ungeeigneten Standorten, hat die Zeit gerade eine tolle Karte veröffentlicht.
Und dann stört man noch die Energieflüsse und die Nahrung wird noch schlechter. Und das kann man zum Glück harmonisieren, aber da muss man es wirklich lernen und da kann man halt Ausbildungen in neuer Geomantie zum Beispiel machen oder halt bei anderen Geomantie-Lehrern auch. Ja, und jetzt regenerative Landwirtschaft. Jetzt sind wir natürlich ganz klar bei acht Elementen. Der wichtigste erste Schritt ist die Entstörung der Ackerflächen, Weiden und der Ställe, um einen freien Fluss des vitalen Plasmas sicherzustellen. Die Wissenschaft dazu ist halt die Geomantie oder auch Geobiologie genannt. Und die Geomantie wird von vielen auch nicht wissenschaftlich angewendet. Das heißt jetzt nicht, alles, was Geomantie ist, ist wissenschaftlich, ganz und gar nicht. Aber es kommen jetzt immer mehr Leute dazu, das wirklich sauber, wiederholbar zu machen. Und insofern bin ich da froh, dass wir jetzt zu so einer wissenschaftlichen Geomantie kommen. Also, allein die Entstörung verbessert das Wachstum und die Nährstoffdichte sowie die Zufriedenheit der Tiere. Entstörung trägt zu ausgeglichenerem Wettergeschehen und einem funktionierenden Wasserkreislauf bei. Ja, hier nochmal zur Erinnerung die Arbeit von Uwe Mielke. Und da wird noch weiter geforscht. Das ist einfach unglaublich spannend. Ich freue mich auch auf weitere Ergebnisse und bin selber jetzt auch in der Richtung am Arbeiten. Ja, also regenerative Landwirtschaft, acht Elemente. Und jetzt ist halt genau das erste Element ist die Entstörung, weil wenn man das macht, das ist nicht viel Aufwand. Erfahrene Leute haben das relativ schnell im Griff und dann hat man erstmal einen guten Energiefluss. Weil wenn man die anderen Sachen erst macht, kann es sein, ah, das kommt überhaupt nicht richtig in Gang und ah, ich habe doch gesagt, dass es nicht funktioniert und so weiter. Also mit den acht Elementen ist man da auf der sicheren Seite. Gibt noch ein bisschen wenig Geomanten, die das können. Also da rufe ich auch auf, Leute, macht da Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung ist ein guter Nebenberuf. Ja, dann die weiteren Sachen sind natürlich dann Punkt 2, Bodenbiologie anreichern, wie gesagt. Ne, was war der Hauptfaktor für gutes Wachstum, guten Ertrag? Verhältnis Bodenpilze zu Bodenbakterien, ganz besonders die Mykorrhiza-Bodenpilze. Und dann natürlich auf die Chemie achten, die vielen Spurenelemente, 80 Elemente begucken und dann haben wir halt hier 4 bis 8. Das sind dann die üblichen 5 Prinzipien, die aus der regenerativen Landwirtschaft 25 Jahre zurück in den USA kommen. Ja, hier die 8 Elemente nochmal, einfach nur als Aufstellung. Ich lasse es einfach kurz stehen. Wer das hier mal rauskopieren will oder so, gibt es gerne weiter mit Namensnennung. Und dann hier die weiteren Punkte. Ein ganz wesentlicher Punkt noch jetzt zum Abschluss. Nährstoffdichte kann man messen mit BRICS-Refraktometer. Wenn der BRICS hoch ist, also hoher Zuckergehalt in den Blättern, dann ist eine hohe Nährstoffdichte. Vitamin C sollte auch hoch sein und Nitrat niedrig. Dann brauche ich keine Zertifizierung mehr. Und ja, hab hier jetzt ja die Folie, kann man noch kurz schauen, wer da alles mit dahinter steckt. Und Strukturierung des Wassers durch Vortex. Da gibt es halt hier, das ist von Dan Winter, The Imploder kann man im Internet finden. Und dann Plasmafelder. Wir arbeiten in der Forschung auch jetzt mit Plasmafeldern. Und diese Plasmafelder, das ist hier das kalte Plasma, das man mit Hochspannung, also das ist hier mit einer Spule 500.000 Volt erzeugt. Und dann entsteht aus so einem Glas, wo gar keine Lampe drin ist, entsteht dieses Plasmalicht. Das ist so für Wasservitalisierung, Saatgutbehandlung und so weiter. Ja, hier noch die Bücher. Gabe Brown, ganz wichtig, das sollte man allen schenken, die man in der Landwirtschaft kennt. Aus toten Böden wird fruchtbare Erde, Gabe Brown. Und dann Dietmar Näser, tolles Buch zu regenerativer Landwirtschaft. Und dann meine Bücher, Das neue Dorf, Wiederbelebung ländlicher Räume,
Und neues Dorf für neue Erde. Und hier steht halt auch was über Geomantie mit drinne, weil ich das halt für sehr wichtig halte. Und damit Bodenzerstörung ist Klimazerstörung. Genau da findet man den Hebel, das Wetter zu stabilisieren. Bodenzerstörung, Zerstörung von Gesundheit und Gehirnfunktion, regenerative Landwirtschaft von 5 zu 8 Prinzipien und jetzt 8 Elementen. Und so kriegen wir den grünen Planeten hin. Danke fürs Mitmachen.